Ja, hallo, da ist wieder der Rudi Strehle. Heute habe ich euch versprochen, dass ich euch das Thema bringe: Autosuggestion und Selbstvertrauen. Nicht der Wille ist Antrieb unseres Handelns, sondern unsere Vorstellungskraft. Dieses Zitat stammt von Emil Kuhe, dem Begründer der Autosuggestion. Emil Kuhe sagt auch: Die Vorstellungskraft ist lenkbar. Jetzt zum Thema Selbstvertrauen. Wenn du dir nicht selbst vertraust, dann vertraut dir auch kein anderer. Das Vertrauen in sich ist die Basis für jedes Gelingen. Je mehr Vertrauen du zu dir hast, umso mehr gelingt dir. Nicht zu mir solltest du Vertrauen haben, sondern zu dir selbst. In dir ist immer die Kraft, die das Wunder schafft. Kuhe sagte dann auch weiter: Meine Rolle und auch meine Rolle beschäftigt sich damit, den Weg aufzuzeigen, damit einem immer mehr gelingt. Zum Thema Selbstvertrauen habe ich ganz eine eigene Geschichte. Dadurch, dass es in meiner Kindheit immer geheißen hat: Geh weg, geh weg, das kannst du nicht, habe ich zu meinem Glück auf der anderen Seite gelernt, dass ich ein guter Organisator bin. Aufgrund dessen, dass ich handwerklich unterbegabt war oder so hingestellt wurde, dass ich unterbegabt sei, habe ich natürlich sehr oft gesagt: Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Mit 63 Jahren ist dann Folgendes passiert. Ich habe einen Umbau gehabt und der musste in einer gewissen Zeit fertig werden, und da habe ich gewusst: Wenn ich jetzt meinem Freund nicht helfe, dann wird dieser Umbau nicht zeitgemäß fertig. Und mit 63 Jahren, ich muss selbst über mich lachen, hatte ich zum ersten Mal eine Bohrmaschine in der Hand. Diese Bohrmaschine war für mich so eine Art Augenöffner. Ich habe es nur mir bei meinem Freund abgeschaut und habe gesagt: Lass mich einmal probieren. Und siehe da, es ist mir ganz leicht gefallen. Irgendwann habe ich bemerkt, dass mein Freund, der Alik, etwas trauriger war, weil er wusste, wenn ich so viel selber kann, brauche ich ihn nicht mehr für jede Dienste. Aber er weiß, er braucht bei mir keine Angst haben, ich habe immer genug Arbeit. Also, wenn du zu dir sagst: Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, so wie es bei mir war, das blockiert. Wenn du sagst: Ich kann, das löst deine Blockaden. Jeder von uns hat bei seiner Geburt sehr viele Fähigkeiten und Talente geschenkt bekommen. Jeder von uns entscheidet, ob wir durch bewusste Autosuggestion unsere Gedankenkraft lenken. Deine Gedankenkraft, oder auch ich meine, lenken wir auch, indem wir unbewusste Autosuggestion machen. Hast du nicht auch schon erlebt: Ah, das wird mir jetzt zu viel, oder solche Gedanken: Das kann ich nicht. Und hier dabei musst du dich erwischen. Und wenn du dich erwischt, dann entscheide, dass du diesen einen Schritt nochmal probierst. Weil das ist das, was uns das Selbstvertrauen gibt. Wenn wir einen Schritt probieren und irgendwann gelingen uns Dinge, und durch dieses Gelingen werden wir immer stärker. Weiter. Negative Kräfte wie Ängste und Sorgen bremsen uns total ein. Hier müssen wir ganz genau hinschauen und mit bewusster Autosuggestion uns aus dieser Situation herausführen. Es ist nicht immer leicht, aber wenn ich mir sage, es ist schwer, dann ist es auch schwer. Aber wenn ich sage, ich kann das, es fällt mir immer leichter und immer leichter und immer leichter, dann komme ich voran. Wenn wir nur auf unsere Ängste und Sorgen, unsere Gedankenkraft verschwenden, dann haben wir ja eigentlich schon verloren. Wenn wir uns hingegen auf das Schöne, auf das Angenehme, auf das Nützliche konzentrieren, dann gelingt uns wirklich viel, viel mehr, als was jeder sich selbst zutraut und was einem die anderen zutrauen. Ich rate dir, dass du dich entscheidest,
dass du selbst die Eigenverantwortung übernimmst, speziell für deine Gesundheit. Da habe ich in Zukunft noch einiges dazu zu erzählen. Es ist im Endeffekt deine Aufgabe und auch meine Aufgabe für mich, dass wir unser Potenzial aus uns herausholen. Es hat nichts damit zu tun, dass man jetzt viel oder mehr arbeitet, sondern dass man bewusster die Dinge angeht und dadurch Ergebnisse bekommt, über die man sich freut. Ich bin ja auch Mentaltrainer für absolute Spitzenleistungen, wo ich Sportlern helfe, wo ich Lehrlingen helfe bei der Abschlussprüfung, wo ich Menschen helfe bei Gerichtsverhandlungen und so weiter und so fort. Und hierbei bin ich ganz stolz auf die Ergebnisse meiner Klienten. Und dazu ist mein Motto: Knowing is not enough, results are the name of the game. Aufs Deutsch übersetzt: Wissen ist nicht genug, sondern Ergebnisse sind der Name des Spiels. Und wenn wir manche Sachen spielerischer angehen, dann wird uns immer mehr gelingen. In diesem Sinne, das war wieder meine heutige Sendung. Ich freue mich heute schon auf meine morgige Sendung. Bis bald!